Frauen haben viele Gesichter, aber über dieses hier staune ich nun doch. Jetzt kennst du mein größtes Geheimnis. Ich hatte keine Wahl. Sie hätten dich umgebracht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal haben wir, als wir uns in Vergen wiedergefunden haben, nachdem wir den Nebel aufgelöst haben, sofort an der Verteidigung zur Schlacht von Vergen beteiligt. Wir haben die Kettwehner erwartet und haben ja mit unserem General Soltan zusammen die Mauern von Vergen gegen die anstürmenden Kettwehner verteidigt. Und nach dem zweiten Ansturm der Kettwehner kam Saskia dann auf uns zu und sagte, dass es einen geheimen Zugang nach Vergen gibt durch die ehemaligen Minenschächte der Zwerge und dass eigentlich kaum jemand davon weiß, aber da sie ein paar Kundschafter losgeschickt hat und die bisher noch nicht zurückgekommen sind, wollte sie sich das Ganze mit uns mal zusammen ansehen. Und was wir dann hier gesehen haben, das gefiel uns ganz und gar nicht, denn Söldner waren schon hier und auch der königliche Zauberer, der königliche Ratgeber von Hänsel, Detmold, war hier. Die wollten Vergen in die Zange nehmen und das wäre natürlich das Ende gewesen. Aber wir haben uns natürlich Detmold und den Söldnern entgegengestellt. Allerdings wurden wir fast von Detmold getötet und dann hat uns jetzt Saskia gerettet. Und zwar, na, ich sag mal, mit einer interessanten Wendungen, die man so nicht erwartet hätte. Sie ist scheinbar in Wirklichkeit ein Drache. Es gibt nämlich, also es gibt ja diese normalen Drachen, wie sie eben aussehen, und dann gibt es eben sogenannte goldene Drachen. Das sind die seltensten der Drachen und die können sich in, ja, die können eine andere Gestalt annehmen. Ja, aber jetzt würde ich gerne erstmal dann wissen, wer bist du denn wirklich? Denn Saskia ist sie dann ja wahrscheinlich nicht, die Drachentöterin. Jetzt ist mir klar, wie du so ein starkes Gift überleben konntest. Philippa ist eine große Zauberin. Sie hätte dich trotzdem nicht retten können, wenn du ein Mensch wärst. Du als Hexer weißt viel über uns. Nur goldene Drachen können ihre Gestalt frei wählen. Mein Vater war ein Ritter mit strahlenden Augen, der das Leben als schönes Abenteuer sah. Er liebte die Menschen und bemühte sich, sie zu verstehen. Er lehrte mich, alle Menschen als gleichermaßen wertvoll und die Freiheit als unveräußerlich zu betrachten. Mein Vater glaubte, die Welt bestehe aus Chaos und Ordnung. Das Chaos sei die Aggression, die Ordnung die Verteidigung dagegen. Was ist aus ihm geworden? Er lehrte mich, wie man unter Menschen lebt und zog seiner Wege, so wie Drachen es tun. Das ist natürlich äußerst interessant. Und zwar, Geralt kann sich daran zwar leider nicht mehr erinnern, aber ich habe euch ja schon öfter von der Drachenjagd erzählt. Wir sind ja auch einigen Leuten begegnet, die mit auf der Drachenjagd waren. So darunter eben auch die Haudegen von Grinfried und eben auch Japin Sigrin, die eben auch schon durchaus mal Drachen getötet haben. Und zwar, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal am Stück. Und zwar war es damals so, dass ein Dorf unter einem Drachenangriff gelitten hat. Und zwar ist eines Tages ein Drache aufgetaucht und hat, ich glaube, es war ein grüner Drache, bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Und hat angefangen, die Schafe dort, ja, von der Weide zu fressen. Und die Bauern dort haben sich dann gedacht, dass sie den Drachen überlisten und haben ein, ja, ein Attrappenschaf quasi hergestellt, das sie mit Schwefel gefüllt haben, um den Drachen zu vergiften. Und so komisch das auch klingt, das hat sogar funktioniert. Das hat den Drachen enorm geschwächt und aufgrund dessen wurde dann ein Trupp losgeschickt, aller möglichen Leute, die diesen Drachen töten wollten. Und zwar wurde eben zum Nest des Drachen gegangen. Man hatte ja gesehen, wohin der danach zurückgeflogen ist. Und da waren alle dabei. Da war ein angehender König dabei, der mit, indem er den Drachen töten wollte, wollte er dann dementsprechend, ja, seinen Ruf ein bisschen besser machen. Ich glaube, er hätte dann sogar einen Teil eines weiteren Königreiches oder sowas bekommen. Dann waren eben die Haudegen von Grinfried dabei, Japen Sigrin und noch ein Mann, der zusammen in der Zeit mit Geralt gereist war. Und zwar ein gewisser Dreidolen, der hatte immer zwei serikanische Kämpferinnen dabei.
Und ja, Geralt hat sich der ganzen Drachenjagd eigentlich gar nicht wegen des Drachens angeschlossen, sondern es war auch seine Geliebte da, die gute Yennefer, die wollte von der Drachenjagd Zutaten erwerben, damit sie mit diesen seltenen Zutaten genug Geld bekommen konnte, damit sie sich eine ja schwerwiegende magische Operation erlauben konnte, denn es ist bei Magierinnen so, dass wenn sie zu Zauberinnen umgebildet werden, die Eierstöcke quasi etwas verkrüppeln und die können dann eben keine Kinder mehr bekommen. Und Yennefer wollte aber immer schon Kinder haben und deswegen wollte sie sich einer solchen Operation unterziehen, aber die wäre natürlich unglaublich teuer gewesen und mithilfe der Drachenschuppen und was es da nicht alles noch gibt, Dracheninnereien, wollte sie das Ganze bezahlen. Und Geralt hat sich eben mit der Jagd angeschlossen, um mit Yennefer zu reden. Die beiden hatten sich vorher mal so ein bisschen gestritten. Rittersporn war da übrigens auch dabei, nur falls ihr es wissen wolltet. Und auf jeden Fall, ja, man hat sich zu diesem Nest des Drachen aufgemacht, von dem man ja wusste, dass der inzwischen schon geschwächt war. Aber kurz bevor man eben bei diesem Drachen ankam, tauchte auf einmal ein anderer Drache auf. Und zwar wirklich ein goldener Drache, ein Drache mit goldenen Schuppen. Und der hat den anderen Drachen verteidigt. Er hat alle, die angegriffen haben, zurück. Beziehungsweise hat alle, die angegriffen haben, besiegt und also kaum jemanden getötet, aber alle besiegt. Und er war wesentlich stärker als ein normaler Drache, wesentlich schneller auch. Und wie sich am Ende eben herausstellte, war dieser goldene Drache niemand anders als dieser drei Dohlen, den Geralt zuvor getroffen hatte. Und der hatte eben diese Theorie vom Chaos und der Ordnung und ja, der goldene Drache, im Endeffekt war es so, der goldene Drache war im Prinzip eine Art Hexer für Drachen. Also Hexer beschützen ja die Menschen vor Ungeheuern und der goldene Drache war eben so eine Art Hexer für die Drachen. Er beschützte die Drachen eben vor Ungeheuern, in dem Falle den Menschen. Und ja, ebenso wie ein Hexer hat dieser goldene Drache auch eine Belohnung bekommen, und zwar das Junge des Drachen. Es war ein Drachenweibchen, das eben vergiftet wurde, und jetzt wisst ihr auch, warum das überhaupt die Schafe angegriffen hat. Es wollte sein Junges füttern, und ja, als Belohnung hat eben der gute drei Dohlen dieses Drachenbaby bekommen. Ob das jetzt Saskia war, ist eine andere Frage, weil ich glaube, Saskia muss schon wirklich die Tochter von drei Dohlen gewesen sein, damit sie die gleichen Gene bekommen hat. Das ist ja nichts, was man einfach lernen kann, aber auf jeden Fall interessant. Das ist diese ganze Geschichte zur Drachenjagd. Wie gesagt, da waren die Haudegen von Grinfried dabei, eben auch Japen, Zigrin und so weiter. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu unserem Drachen, also der guten Saskia, zurück. Und zwar, wir hatten ja schon mal einen Drachen gesehen bei der Belagerung der Burg der Lavaletts. Lavaletts hat uns ein Drache angegriffen und der sah der guten Saskia ziemlich ähnlich. Von daher stellt sich die Frage: Bei der Belagerung der Burg Lavalett erschien ein Drache. Ich habe Arjan Lavalett geholfen. Weshalb? Weil er sich gegen Tyrannei und ihre Auswüchse wehrte. Das konnte ich gut verstehen. Bergen könnte einen wie ihn gut gebrauchen. Nun gut, immerhin hast du mich nicht getötet, das wäre aber fast der Fall gewesen. Mein Gott, du hättest mich ja nicht töten müssen damals. Naja, okay, und wer weiß davon, dass du ein Drache bist? Das wäre natürlich auch nochmal interessant. Wer kennt die Wahrheit noch? Detmold. Ich meinte die Verbündeten. Jorvet? Der hat sich die Geschichte von der Drachentöterin ausgedacht. Er fand, Eddon brauche jemanden wie mich und jemand wie ich brauche eine Legende. Und er hatte recht. Ist auf jeden Fall interessant, dass der gute Jorvet ja einen Drachen unterstützt, aber gut, das erklärt's auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, warum Jorvet, der die Menschen so hasst, auf einmal für eine Menschenfrau quasi kämpft, auch wenn sie diese Ideale hat. Aber gut, es ist nun in Wirklichkeit ein Drache, ob das nun besser ist oder schlechter, ist eine andere Frage. Die Frage ist doch aber, willst du nicht als Drache bei der Verteidigung helfen? Ich meine, damit könnten wir Hänsel den 0, nichts zurückschlagen und Wergen wäre befreit. Wenn ein Drache Wergen zu Hilfe käme, Hänselt hätte keine Chance. Darüber habe ich lange nachgedacht. Aber was würde dann aus Obereddon werden, wenn sich der Schlachtenstaub gelegt hat? Tja, gute Frage. Also natürlich kann man es nicht genau wissen, aber ja, ich glaube kaum, dass irgendjemand einen Drachen als Oberhaupt akzeptieren würde, ne? Also es ist schon seltsam, ja, man kann es, wie gesagt, also es kann passieren, dass alle trotzdem Saskia noch huldigen, aber es ist halt die Sache, würdet ihr einen Drachen als eure Königin wahrscheinlich akzeptieren, wenn ihr wüsstet, dass das ein Drache ist? Ist schon etwas schwerer, ne?
Das lässt sich nicht unbedingt vorhersehen. Wir wissen beide, wie die Welt mit Sonderlingen umgeht. Aber wenn Vergen fällt, sind auch deine Ideale nicht zu retten. Vielleicht solltest du das Risiko eingehen. Nehmen wir an, ich offenbare mich. Wer führt dann Oberedirn? Weißt du einen Ersatz für mich? Es ist schwer, neben dir zu bestehen. Die Zwerge fänden einen eigenen Kandidaten, die Elfen auch. Und die Menschen suchten sich einen König. Darum bitte ich dich, dass du mein Geheimnis bewahrst. Wir müssen ohne Drachen mit Hänselt fertig werden. Und das werden wir auch schaffen. Nicht zuletzt dank deiner Hilfe. Ich werde dir nie vergessen, was du für Erden tust, aus welchen Gründen auch immer. Lass uns gehen. Die Verteidiger brauchen dich. Recht hat sie ja schon. Ist auf jeden Fall aber auch interessant, muss ich mal sagen. Elfen, Menschen, Zwerge, sie haben eigentlich nie wirklich zusammenleben können und jetzt kommt quasi ja ein Drache an und vereint sie. Ich meine, sie wissen ja nicht, dass es ein Drache ist, aber trotzdem ist schon interessant, wie, ja, oh Moment mal kurz, das Schwert hängt ein bisschen komisch. Ist schon irgendwie interessant, wie gerade ein Drache kommen muss, um, ja, die verschiedenen Rassen zu vereinen, aber ja, sie hat's ja auch gesagt, ihr Vater hat sie eben so gelehrt und sie will das jetzt umsetzen. Ich meine, Drache oder nicht, sie hat die richtigen Ideale. Und das, ja, muss man gutheißen, denke ich. Es hat inzwischen aufgehört zu regnen, das finde ich auf jeden Fall schön. Ein bisschen regnet es noch, oder? Und da werden wir natürlich den Teufel tun und irgendjemanden verraten, dass sie in Wirklichkeit ein Drache ist und damit alles hier zerstören. Ich meine, wir mischen uns ja, gut, wir mischen uns in Politik ein, aber das wäre, ja, das wäre schon ein richtiger blöder Move. Oh, und da wartet schon Soltan auf uns. Hey, na? Was ist inzwischen geschehen, Soltan? Der Spaß fängt erst richtig an. Hirte Hänsel treibt sein ganzes Vieh hierher. Wir werden es schaffen. War das alles? Ach nein, wir haben zwei Überraschungsgäste. Nämlich? Trolle, das heißt ein Troll und eine Trollin. Hässlich wie Scheiße nach dem Winter, aber Möpse hat sie. Du hättest sehen sollen, wie unsere Leute geglotzt haben, als diese beiden Ungetüme in den Hof kamen. Warum wollen sie uns helfen? Haben sie das gesagt? Hexermensch gut. Feind von Hexermensch, Feind von Troll. Ich kenne die beiden. Sie könnten sehr nützlich sein. Gut. Außerdem wollen wir ein Land ohne Vorurteile schaffen. Als wir erfuhren, dass Hänselt selbst den Angriff führt, rutschte uns die Moral in den Keller. Soltan, sag ihnen, wenn sie aufhören, an den Sieg zu glauben, können sie auch gleich mit weißen Fahnen wedeln. Hab ich ja, aber sie gucken wie begossene Pudel. Ruf die Verteidiger zusammen, Soltan. Warum schweigt ihr? Ihr solltet euch freuen. König Hänselt persönlich will uns beehren. Wir werden alle sterben. Wir können sie nicht abwehren. Hänselt ist unbesiegbar. Wir werden nicht gegen Knechte, sondern gegen den König kämpfen. Und er wird unseren Sieg anerkennen müssen. Wovon träumt man als Soldat, wenn nicht davon? Oder habt ihr etwa Angst zu kämpfen? Wollt ihr die weiße Fahne hissen? Das ist ganz einfach. Und Hänselt wird schnell eine neue Ordnung einführen. Die Schenken sind nur für die Menschen. Die Zwerge ersticken im Bergwerk. Die Elfen verschwinden, sie werden im Wald gejagt. Die Herren erschlagen die Bauern, die sich nicht tief genug verneigen. Ist das Land, das ihr euren Kindern hinterlassen wollt? Nein! Niemals! Ihr zittert vor Angst, nur weil Hänselt kommt? Wer ist er denn? Ein Gott? Nein. Er hat Arme, Beine und Blut, genauso rot wie unseres. Und wenn er sich tatsächlich herwagt, werden wir gerne etwas von seinem Blut vergießen. Ja! Erledigt Hänselt! Lang lebe Saskia! Viele von uns werden kein Morgenrot mehr sehen. Frauen werden vergebens warten, Freunde ohne uns zechen. Aber wir werden sie in Ehren halten und uns um ihre Gräber kümmern. In Edirns Erde. Die überleben, werden mit stolzer Brust leben können. Nur so hat das Leben einen Sinn. Jetzt zu den Waffen auf die Mauern zeigen wir Hänselt den wahren Krieg.
Oha, jetzt geht's los. Treten wir noch ein paar kämpferische Märsche. So sehe ich das auch. Da unten sind auch unsere beiden Trollfreunde. Und da unten oben steht Detmold. Aber wir haben ja auch eine Zauberin auf unserer Seite. Die sollte sich darum kümmern. Ja, da ist sie schon, Philippa Eilert. Gut, um Detmold ist gesorgt. Das heißt, wir müssen uns nur um die Typen kümmern. Moment, wieder aufs Art. Und zack, jetzt gibt's wieder aufs Maul, Catvena. Na, wer will als erstes? Ich habe hier freie Hiebe für jeden heute. Heute wird Vergen frei sein. Heute wird Vergen gewinnen. Und nicht die Übermacht Kevins. An den Mauern sind schon ganz andere zerschellt. Das haben wir schon mal gehört. Und diesmal wird es auch eintreffen. So, kommt alle her. Ihr kriegt jetzt alle aufs Maul. So, ich hol mir mal den da hinten. Zack. Und jetzt du, Freundchen. Da unten stehen zwar auch noch welche, aber die haben gleich keine Chance. Sobald die hier hochklettern, kriegen die aufs Maul. So, da unten kämpfen auch unsere Trollfreunde. Schön, dass die auch noch gekommen sind. Hat sich das ja gelohnt, die leben zu lassen. Haben wir jetzt noch ein paar richtig gute Verbündete. Ach, komm mal her hier. Kriegst du eben zuerst aufs Maul. Und dann du, Freundchen. Obwohl, erstmal dein Freund dahinter. So, und jetzt... Zack, kommt her. So gefällt mir das. Ihr geht alle down. Ja. Ihr geht alle unter heute. So. Ach, schade. Ich dachte, den erledige ich noch. So. Der nächste bitte. Und tschüss. Terroristen, Mörder, Räuber oder aber edle Krieger, die um ihre Freiheit kämpfen gegen einen übermächtigen Feind. Kommt auf den Standpunkt an. Ich habe Jorvet vertraut und ihm geholfen. Ich schloss mich Saskia an und damit der Rebellion neuer Werte und Ideale. Man wird sehen, ob es richtig war. Eines ist sicher. Elfen sind die besten Bogenschützen, die die Welt je gesehen hat. Jorvet, gerade zur rechten Zeit. Ich muss sagen, das Eichhorn hat ein gutes Gespür. Dann ist noch nichts verloren. Wir müssen Henselt den Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Henselt gefällt es hier wunderbar. Nicht mehr lange. Geh zu Jorvet und schließ das Haupttor. Jarpen sagt, es sei durch Detmolds Zauber beschädigt. Was weiß denn Jarpen über Tore? Halt mir den Hintern frei, ich gehe es schließen. Das Geschick dieser Schlacht hängt davon ab, Zwerg. Das Tor, das Sultan Shivai nicht schließen kann, muss noch erfunden werden. Ja, den Spruch habe ich etwas anders in Erinnerung, ne? Aber von mir aus, los, dann lass uns zum Tor gehen. Und Jorvet ist also wirklich zurückgekommen. Der wollte ja, wie gesagt, das haben wir ja damals, der wollte ja losgehen und noch 4 Kommandos der Skoyatel mitbringen, Bogenschützen. Und jetzt hat er sie mitgebracht. Und die helfen uns jetzt natürlich richtig hier im Kampf. So, und wenn wir jetzt das Tor schließen, dann sind sie eingeschlossen und dann können die Bogenschützen sie ganz einfach erledigen. Das wäre perfekt. Die Leiter hineinziehen! Ach ja. Jawohl. Ist vielleicht keine schlechte Idee, das stimmt. Okay, dann weiter kommen, Sultan. Keine Zeit hier lange zu trödeln. Komm, wir müssen zu Jorvet. Mein Gott, ist er also wirklich wiedergekommen. Hat's gerade noch Jorvet, geschafft. Wir müssen zum Haupttor, sofort. Gib's zu, du hast gedacht, ich käme nicht zurück, Windblade. Du bist verteufelt gut. Wir müssen verhindern, dass Henselt fliehen kann. Und ihn anschließend zwingen, es zu versuchen. Dann nicht gezaudert. Zum Tor! Alles klar, alle auf zum Tor. Sultan meint, er kann das schließen. Ja, da bin ich ja gespannt. So, die Skoyatel erledigen ihre Sache ganz gut. Ach, kommt schon. Ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr hier nicht vorbeikommt. Och, bitte. So, danke. Einmal rechts kurz vorbei. Okay, da kämpfen die Skoyatel. Die halten die noch zurück. Ich warte, bis Sultan hier fertig ist. So, wie willst du das Tor jetzt schließen? Mit einer Axt. Das ist natürlich auch mal eine Variante. Aber von mir aus. Oh, scheint zu klappen auf jeden Fall. Zack. Das war's, Henselt.
Geschafft! Sie sind abgeschnitten und angreifbar wie Enten. Vielleicht ergeben sie sich. Herr, eure Befehle. Wir ergeben uns. Die Schlacht ist vorbei, König. Du hast gesiegt. Du diktierst die Bedingungen. Du kennst meine Forderungen. Du verzichtest auf Eddon und unterzeichnest eine bedingungslose Kapitulation. Du verpflichtest dich, deine Armee niemals mehr den Ponta überschreiten zu lassen. Ist das alles? Du zahlst Reparationen und erkennst Ober-Eddon als souveränen Staat mit Saskia von Vergen an der Spitze an. Was erwartet mich und meine Leute? Die Freiheit. Das ist nicht wenig. Sieh nur, wie viele meiner Leute bei ihrer Verteidigung gefallen sind. Wie viel willst du? Wir setzen uns in Lokmuin zusammen, um die Höhe der Reparationen festzusetzen. Mit achtbaren Zeugen. Da ist noch etwas. Saskia hat es noch nicht erwähnt. Ich höre? Seit die Welt besteht, gab es Kriege. Und es wird sie immer geben. Die einen siegen, die anderen verlieren. Doch sie müssen im Geiste ritterlicher Prinzipien und Gesetze geführt werden. Worauf willst du hinaus, Zauberin? Kriegsverbrecher müssen bestraft werden. Detmold zum Beispiel. Ich brauche aber einen Berater. Kriegsverbrecher werden bestraft. Du bekommst einen neuen Berater. Und zwar Sheila de Tankerville. Diese Hexe spinnt wohl! Das ist eine unverhandelbare Bedingung. Detmold wird für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen. Sei es drum. Exekutiert ihn. Lasst sie mich nicht zerren wie einen Hund! Seht, wie ein echter Zauberer stirbt, dumme Huren. Leiste den Eid und du hast freien Abzug. Mit wem verhandle ich hier eigentlich? Philippa Eilhardt und ich sprechen mit einer Stimme. Sieh dich bloß mit Zauberinnen vor. Sie vergessen allzu oft ihren Platz. Philippa ist meine Beraterin. Ich warte, König. Ich, König Henselt, Herrscher von Kaedwyn, gelobe vor Zeugen, dass ich Eddons Grenzen respektieren werde und den Staat im Pontartal unter der Führung Saskias von Vergen anerkenne. Ich gelobe, die Reparationen zu entrichten, deren Höhe in Lokmuin festgelegt wird. Du bist frei. Zeigt dem König den Weg. Zeit zu gehen, Saskia. Ja. Da stimmt doch was nicht. Womit? Mit Saskia. Ich kenne sie gut. Sie ist nicht sie selbst. Ihre Augen. Wie unter Fistech. Das rührt sie nicht an, kann ich dir versichern. Gehen wir den beiden nach. Jorvid hat auf jeden Fall recht. Da war irgendwas seltsam mit Saskia. Ich meine, klar, ich verstehe, warum Detmold exekutiert werden musste, aber das passt irgendwie nicht zu ihr. Sie sind weg. Scheiße. Teleportation. Durchsuchen wir Eilhards Quartier. Vielleicht hat sie in der Eile nicht alles mitgenommen. Haben die sich jetzt direkt nach Lokmuin teleportiert? Na klasse. Es war etwas seltsam. Sie hat auch etwas seltsam gesprochen. Jorvid hat schon recht. Na schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja irgendwas in Philippa Eilhards Quartier. So. Ja, aber wo soll hier was sein? Ich meine, sie hatte ja eigentlich auch genug Zeit. Tja, wo könnte man hier was suchen? Am Schreibtisch vielleicht?
Das sind nur ein paar Orens. Nur Weiberschnickschnack. Ja, nichts wirklich Dolles bisher, ne? Wo könnte sie, wenn Philippa irgendwas hätte, was irgendwie könnte interessant... Könnte dieses Lager doch reden. Wie es irgendwie interessant sein könnte, wo würde sie es denn verstecken? Hast du noch eine Idee, Jorvet? Ja, den Schreibtisch habe ich schon durchsucht. Da wäre nur noch die Kammer von Cynthia. Ich meine, gut, die hat sie wahrscheinlich dann auch für sich benutzt, ne? Seit Cynthia weg ist, vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas. Mal schauen. Oh, da Jorvet, liegt ein Buch. Hierher, ich habe etwas gefunden. Ein Buch über Gifte und Toxine. Das könnte doch interessant sein. Was ist das? Ein Foliant mit Trankrezepten. Zum Lesen haben wir jetzt keine Zeit. Solche Bücher hüten Zauberinnen eigentlich wie ihre Augäpfel. Dieses offenbar nicht. Immerhin hat sie es zurückgelassen. Sie war in Eile. Kann dieses Buch etwas mit Saskia zu tun haben? Es könnte durchaus etwas mit Saskia zu tun haben. Sie war immerhin vergiftet, ne? Und ich meine, wir wissen ja, wir sollten Jorvet vielleicht auch noch sagen, dass wir von dem Drachen wissen, ne? Er weiß es ja auch, so viel wissen wir, Saskia hat ja gesagt, Jorvet weiß es, aber... wir sollten ihm vielleicht auch noch sagen, dass wir es jetzt auch wissen. Ich glaube, in diesem Land hat fast alles mit Saskia zu tun. Dem Drachen. Was? Woher? Ich habe es gesehen. Dann hüte bloß deine Zunge, Gwynblade, sonst... Es ist mir klar, was passiert, wenn das bekannt wird, Jorvet. Hier ist das Rezept für Taumador. Eilhard hat uns die Zutaten von Weheleid schon mitgeteilt. Dies muss nichts heißen. Neben Giften steht üblicherweise die Zusammensetzung der Gegengifte. Kenne ich auswendig. Königsblut, Immortelle, Drachentraum, Rose der Erinnerung. In diesem Buch steht nichts von der Rose der Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie sie sagte, dass die Rose der Erinnerung zusammen mit der Immortelle den Verstand heilt. Und wenn sie gelogen hat, vielleicht heilt sie nicht den Verstand, sondern beeinflusst ihn. Philippa hat ihr die Blume durch einen Kuss übergeben. Das Symbol für Liebe und Verderben. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, Philippa hat die Rose hinzugefügt, um Saskias Verstand zu unterwerfen. Diese Schlange bringe ich um. Philippa verfügt über Magie und einen Drachen, der ihr gehorcht. Bei den Beratungen dürfte sie einiges zu melden haben. Was will sie erreichen? Das werden wir nur in Lokmuin erfahren. Gehen wir, Gwynblade. Na klasse, Philippa Eilert hat uns also verraten. Na super. Jetzt will ich aber auch erstmal selbst nochmal in das Buch gucken. Gifte und Toxine. Die meisten Gifte wirken schädlich auf den Körper, doch eine kleine Untergruppe beeinflusst den Verstand und zerstört den freien Willen. Bei regelmäßiger Verabreichung machen diese Substanzen den Organismus anfällig für Beeinflussung durch nahe Personen, als wäre ein eigener Wille nicht mehr vorhanden. Doch sind diese Tränke recht schwierig zu brauen, da sie seltene Zutaten erfordern. Außerdem muss der Hersteller Kraft in Mengen bereitstellen, die für gewöhnliche Dorfhexen nicht verfügbar sind. Gifte wieder anderer Art verursachen Impotenz. Sie werden hauptsächlich von Hofintriganten eingesetzt, die das Schicksal von Dynastien und Adelsgeschlechtern kontrollieren wollen. Solche Gifte sind sparsam zu dosieren. Im Übermaß verabreicht bringen sie auch Schlachtrösser zu Fall. Super. Was ist damit, dass sie Impotenz verursachen? Meine Güte. Die heimtückischsten Gifte sind solche mit verzögert einsetzender Wirkung. Sie können Jahre nach Einnahme töten und bis dahin die Gesundheit des Opfers ohne erkennbaren medizinischen Grund progressiv erodieren. Ja gut, okay, mehr haben wir jetzt leider nicht herausgefunden. Nur die Sache, dass halt die Tränke, die zur Kontrolle des Verstandes sind, wirklich seltene Zutaten gebrauchen. Ja, die Rose der Erinnerung ist eine seltene Zutat. Philippa Eilhardt hat uns eiskalt ausgenutzt. Sie hat uns für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt. Na klasse, und jetzt ist sie nach Lokmuin auf. Sie hat einen Drachen, der ihr gehorcht. Das kann nicht gut enden. Wir sollten unbedingt Saskia retten da in Lokmuin. Ah, und guckt mal, wer da unten schon auf uns wartet. Unsere guten beiden Freunde hier. Geralt, Saskia ist verschwunden. Die Menschen werden unruhig. Die Zwerge auch. Sollen wir sagen, also ich meine, die Frage ist, sollen wir sagen, dass sie verzaubert wurde, die gute Saskia, weil, also ich meine, meinen Freunden Rittersporn und Soltan würde ich das durchaus sagen. Die Frage ist, sagen die das dann auch automatisch den Leuten? Ich meine, Rittersporn verquatscht sich gerne.
Und wenn die Leute hören, dass Saskia verzaubert wurde, dann verliert sie vielleicht ihr Anrecht hier, also dass die Leute sie als Königin anerkennen. Von daher sage ich mal einfach, dass Saskia zu den Verhandlungen aufgebrochen ist. Saskia ist zu den Verhandlungen über die Wiedereinsetzung von Rat und Kammer gereist. Sie will, dass die Könige Vergens Unabhängigkeit anerkennen. Nerven hat sie ja, die Gute. Aber ohne sie geht hier doch alles den Bach runter. Wir haben Hänselt vermöbelt, prima. Aber jemand muss den Laden zusammenhalten. Sonst war alles für die Katz. Ich reise Saskia mit Jorvet nach. Es sieht aus, als ob wir auch Foltests Mörder in Lokmuin finden. Einige meinen immer noch, du wärst es gewesen. Damit räume ich jetzt auf. Ich habe keine Wahl. Ihr schon. In Lokmuin ist die Elite des Nordens versammelt. Pflichttermin für einen Künstler wie mich. Deine einzige Kunst ist deine Wichtigtuerei. Ihr werdet hier gebraucht. Solange Saskia nicht da ist, müsst ihr die Menge bei der Stange halten. Der Sieg über Hänselt war wichtig, aber nur ein Schritt auf einem langen Weg. Meine Hymne hat echte Chancen. Lieder braucht Vergen besonders dringend. Hoffentlich war das nicht unsere letzte Begegnung, Geralt von Riva. Bestimmt nicht. Zu viele ungeklärte Angelegenheiten. Stimmt. Gehen wir, Gwynblade. Also dann, auf nach Lokmuin.